Spikey, bist du etwa krank? Oh, alles klar, du hast die roten Baumsterne gegessen. Eher die krabbeligen Baumsterne geäst. Und? Jeder weiß, man nicht esst krabbelige Baumsterne. Krabbelige Baumsterne Unglück. Jeder das weiß. Niemand weiß das. Die habe ich schon mal gesehen. Sie sind selten und ganz süß. Aber sie bringen kein Unglück. Spike nicht! Gib mich, Unglücksbaumstern! Seht ihr? Ich gefällt nur, weil Spike Baumstern geäst. Deshalb bist du nicht gefallen. Jetzt hör mal, Petri. Wenn Spike keine krabbeligen Baumsterne mehr isst, hörst du dann auf, über Unglück zu plappern? Nein, dann noch nicht gut. Mein Onkel Tyranno kennt Blattfresser, die geäst das und dann Unglück bekommt. Onkel Tyranno, der erzählt doch laufend verrückte Geschichten. Mir weiß, aber ich muss immer daran gedenken. Oh. Wie hübsch. Für dich, mein Schatz. Oh, danke, Tapsilein. Ach, Erwachsene. Siehst du, Zera? Drei Hörner können alles erreichen, was sie wollen. Und sie machen es immer am besten. Ich sag's ja nur ungern, aber ich hab Hunger. Yummy, ein Bodenkrabbler! Durch das viele Himmelswasser ist es schwer, was zu essen zu finden. Ich hab einen Dino-Hunger. Oh, ich liebe die Tage des fallenden Wassers. Ja, das tue ich, das tue ich. Wie lange will denn dieses blöde Himmelswasser noch runterfallen? Glaub niemals diesen Schwimmern, Tretia. Diese Planscher haben nur halb so viel Spaß, wie sie vortäuschen. Hallo, Zera. Hallo, Tretia. Heute ist ein toller Schwimmtag. Ja, ja, ja. Ich glaube zwar nicht, dass ich da rankomme, aber ich muss es versuchen. Ich muss. Das ist viel zu hoch. Nein, nein, nein. Ich lass mich nicht unterkriegen. Ich schaff das schon. Ich spiele ihn zu dir. Littlefoot, ich frei, pass zu mich. Wie du willst, der ist für dich, Petri. Wir haben ihn. Petri. Das nenne ich Mannschaftsgeist. Also ich nenne das Zufall. Also schön, das Tor zählt, aber vergesst nicht, das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ups.
Spiky, schnell, gib ab zu Ducky. Ich bin frei. Jap, jap, jap. Und was sagt? Hey, was ist denn das? Petri, nicht ganz sicher. Littlefoot erst versucht. Oh nein, nicht ich, Petri. Sarah, ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine Abkürzung ist. Eine steinstarke Abkürzung. Naja, ich hatte recht. Das hat Spaß gemacht, zumindest zu Anfang. Das sieht gar nicht so schwer aus. Seht ihr? Es ist Kinderlach. Los, komm, Petri. Du bist dran. Petri, nicht sicher mit die Sache. Ich nicht guter Renner wie Chomper. Ich fliege. Naja, wenn du merkst, dass du fällst, kannst du ja einfach von dem Baumstamm wegfliegen, Petri. Ach ja. Mir kann fliegen. Also schön, mir versucht mal. Mir gibt auf. Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Wir müssen einfach nur so lange üben, bis wir nicht mehr üben müssen. Ja, bis wir es genauso gut können wie Ducky. Oder sogar noch besser. Chomper, du bist im Baumstammlaufen niemals besser als ich. Oh nein, nein, nein. Chomper! Und er futtert die süßen Blasen auf. Dabei mag ich süße Blasen nicht einmal. Ich kann's kaum erwarten, das springende Sprudelwasser zu sehen. Jap, jap, jap. Wow. Also schön, Petria. Paddel einfach mit deinen Vorderfüßen in etwa so. Oh, du darfst ihre Hinterbeine nicht vergessen. Die müssen so machen. Ich weiß Bescheid. Petria, jetzt reicht's aber. Also mit deinen Hinterbeinen paddelst du ungefähr so. Deine Hinterbeine sollten nicht nur aufstampfen, sie sollten dich wegdrücken. Also schön, Ducky. Wenn du so genau weißt, wie man schwimmt, warum unterrichtest du sie nicht? Naja, Schwimmer zeigen anderen nicht, wie man schwimmt, weißt du? Wir schwimmen einfach. Im Gegensatz zu Dreihörnern. Aber dank dir will Baby Tritzia jetzt ein Schwimmer sein. Also das ist gar nicht so schlecht. Ist es doch, weil sie nicht schwimmen kann. Und wenn ihr während der Tage des fallenden Wassers irgendetwas passiert, dann ist das ganz allein deine Schuld. Oh nein, ich
will doch nicht, dass Tricia etwas passiert. Wirklich nicht. Nein, nein, nein. Gut, dann zeigt Tricia, wie man schwimmt.